Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report, ja? Okay, Wintersonnenwende ist heute einfach cool. Ich habe ein bisschen lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, der mochte Äpfel. Ach, heute ist Fest. Cool. Ja, habe ich zu einem super Zeitpunkt das letzte Mal aufgehört, hä? Wintersonnenwende, war das ab, wo man kochen musste? Ich bin mir gerade absolut nicht mehr sicher. Aber wir werden es herausfinden. Okay, es ist auf jeden Fall alles sehr schneeig. Das ist Ack, unser treuer Roboter. Was haben wir hier von Adid? Leila, aus mehreren Gründen, die ich nicht weiter benennen kann, muss ich dich jetzt vorerst verlassen. Es tut mir leid, du sollst wissen, dass ich die Tage, die ich hier in Portia mit dir verbracht habe, die glücklichste Zeit meines Lebens waren. Ich werde sie für immer schätzen. Ich freue mich schon auf deine Tage, an denen sich unsere Wege wieder kreuzen. In Liebe, Adid. PS, ich habe etwas in einer Kiste in der Baumschule für dich dagelassen. Ich hoffe, es wird dich für immer an mich erinnern. What? Wir wurden verlassen? Okay. Ich bin dann wohl jetzt Single, Leute. Steht hier irgendwas? Okay, heute ist Feuertopf, ja. Okay. Spiel mit Shinja haben wir schon ausgemacht. Okay. Okay, wir müssen dahin. Da ist wahrscheinlich der Feuertopf. Oh mein. Er ist einfach unser BFF. Okay, wir sind echt verlassen worden. Schön. Ich wurde einfach verlassen. Ja, für Vorschläge, wen wir jetzt heiraten, gerne in die Kommentare. Ich wurde verlassen, Leute. Ich habe mich einfach verlassen. Die Platte kann ich auch wegtun. Ach, das ist alles geordnet, ja. Den wollte ich, denke ich, mal stiften. Ich denke tatsächlich, das war meine Absicht. Ich wollte einen Motor haben, den ich Ack schenken kann, weil Ack, ja, unser sehr guter Freund ist und ich bin stolz auf mich, dass ich das sortiert habe. Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich da irgendwas sortiert habe. Also so ein bisschen halt zumindest. Ich dachte echt, ich schalte heute ein und dann war das das größte Chaos das letzte Mal. So hatte ich das nämlich in Erinnerung. So, Geschenke. Ich glaube, da habe ich keine Motoren drin. Schön, wenn man hier frisch verlassen wird. Ich hätte gerne eins. Ja, okay, ich nehme alle. Aki! Wo ist er denn? Der rannte doch gerade so durch die Gegend. Der kriegt ja heute richtig Points. Achso, du kriegst von mir einen Motor. Ah, er ist mein Freund. Das ist schön. Ich glaube, ich muss meine Maus demnächst ein bisschen weniger empfindlich stellen. Halt sehen wir Acker auf der Karte. Das, ich stelle mal meine Maus auf weniger empfindlich. Das sollte passen. So, wir können ja mal kurz schauen, wen wir jetzt als unter Freundschaft brauchen, weil ich mir darüber echt nicht mehr sicher bin, an wen wir uns als wann noch wollen. Also ich bin mir sicher, Dana. Dana, da bin ich mir zu 100% sicher. Die ist auch schon gut aufgestiegen. Okay, die sind alle Bekannte, nur halt Pinky und Kuku nicht. Bekannt, bekannt, bekannt. Und als bekannt steigt als nächstes der Pauli auf. Okay. Ich mach mal für den dann heute was Schönes. Heute ist ja eh ein Festtag und da kann man dann recht gut Freundschaften kriegen. Hey, guten Abend, gute Besserung. Da steht dann alles nochmal zur Verfügung. In Portia gefühlt jeder. Das ist wirklich krass, also in Portia. Kann man irgendwie mit jedem irgendwie was haben. Vielleicht nicht mit Mars, weil der ein paar Kinder hat, aber der Rest sieht nicht schlecht aus. Jumbo-Reifen. Isolierte Pflanzenkasten. Komm, machen wir Jumbo-Reifen für Merlin. Mit Merlin kriegt man nicht so viel Freundschaft. Also ich kann es gleich dann nochmal zeigen, wenn wir folgenden Zwischenraum haben. Übrigens ballern wir jetzt richtig Bord hier. Ja. Okay, da war der steht nicht zur Verfügung. Jumbo-Reifen? Zwei Stück zum Glück ist es. Zum Glück haben wir genügend keine Bodenstallbahn. Muss ich da jetzt Essen mitbringen? Ich glaube, ich muss da zu diesem Feuertopf fest Essen mitbringen.
Ach ja, mein. Ach, den kann ich wieder wegtun, meine Motoren. Ich weiß nicht mehr, wie das ablief. Ich glaube, die haben sich da was gewünscht und dann hat man das Ding da reingeschmissen. Schauen wir mal. Das nehmen wir mal mit, die Erdbeeren, die Kokosnüsse. Salz. Pilz möchte ich eigentlich da nicht reinschmeißen, aber die. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir es auch da vorne kaufen. Kaufen ist eben immer eine ganz gute Idee in dem Spiel, weil wir jetzt viel zu viel Kohle haben. Dann fahren wir einfach mal hinter. So, Tiff-Tiff. Ach ja, Tiff-Tiff, wie ich sie vermisst habe. Nicht immer diese komischen Yakme-Karzen. Nein, es sind wieder Tiff-Tiffs. Ach ja. Okay, Wintersonne. Emilys Markstand. Hier kannst du Nahrungsgegenstände kaufen. Je schärfer das Feuer treibst, je stärker es wird, desto heißer wird es. Du rüst den Nahrungstyp in der Schnellleiste aus und errichte den Feuertopf. Und eine Option wird erscheinen. Das Symbol auf dem Kopf dieser Person zeigt an, dass sie Kopfsalat haben will. Wenn du Kopfsalat in den Topf wirfst, verbessert sich deine Beziehung zu dieser Person. Du kannst am Fest mal teilnehmen, nachdem du 10 Nahrungsgegenstände hinzugegeben hast. Das Essen wird einige deiner Fähigkeiten für begrenzte Zeit verstärken. Okay. Das hört sich doch nach einem Plan an. Okay, wenn hier irgendeine ist. Danke, dass ihr heute alle hierher gekommen seid. Bevor wir anfangen, bitte ich Pfarrer Leo um eine kurze Predigt. Pfarrer, vielen Dank, Gail. Nun, schön, dass ihr alle zu diesem kalten Tag aus euren Häusern gewagt habt. Ich werde mich kurz fassen, weil ihr alles so schön köstlich duftet. Django, du bist wirklich ein Profi. Ich erzähle euch von Anfang unserer Wintersonnenwende-Feierlichkeit. Vor langer Zeit, in einer trostlosen Periode des dunklen Zeitalters, gab es kein Licht. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen lebten die Menschen in absoluter Dunkelheit. Nahrung war knapp und Pflanzen verdarben. Und es war kalt, sehr, sehr kalt. Viele starben an einer besonders kalten Wintersonnenwende, zündeten einige der vom Unglück geplagten ein Feuer an, um sich warm zu halten. Dann sagte einer von ihnen plötzlich: Ich habe noch eine Dose Bohnen, lass uns kochen und teilen. Darum sagte ein anderer: Das reicht nicht, ich habe noch einige Pilze, ich gebe erst was gerne dazu. Und einer nach dem anderen gaben sie, was sie übrig hatten. Zum Schluss befanden sich viele wundervolle, nahrhafte Dinge in den Topf. Die Leute aßen miteinander und lachten. Sie überlebten diesen Tag, den kommenden und die darauf folgenden auch, bis die Sonne endlich hervorkam. Auch wenn die Zeiten jetzt besser sind, sollten wir uns stets daran erinnern, wie wir so weit gekommen sind. Wir haben mit anderen geteilt, unsere Hilfe angeboten und gemeinsam unser Glück erschaffen. Also vergesst das bitte nie. Gott segne euch. Vielen Dank für diese wundervolle Predigt, Pfarrer. Also dann, lasst uns alle etwas beitragen. Das riecht köstlich. Bereiten wir uns auf das Mahl vor. Okay, Merlin kriegt mal kurz die Jumbo-Reifen. Vielen Dank. Jetzt können wir weiter forschen. Ja, ich bin mir sicher, dass die Jumbo-Reifen sind da wichtig. So, Emily ist hier am Verkaufen. Also ich denke, wir brauchen Fleisch. Ich kaufe einfach mal Fleisch. Ich kaufe einfach mal alles, weil heute ist eh nur... Wir haben Geld. Wir haben ganz, ganz viel Geld. Und ich denke, wir können das Essen irgendwann ja auch zum anderen Kochen verwenden. Also, was soll der Geiz? Was soll's? Die Emily soll doch auch... Fische, das ist sehr gut, weil Fische habe ich grundsätzlich nie da. Ja, Emily, da machst du schon... Wow, wir haben schon irgendwie 7000 oder so ausgegeben. Machst du ein schönes Geschäft heute, hm? Dass irgendjemand so ein Ding in seiner Suppe haben will. So. Und noch so ein Fisch. Okay. Wann fängt es jetzt an? Um wie viel Uhr? Sind die Kinder vielleicht irgendwo hier? Weil den könnten wir beschenken. Also hier, den hier zum Beispiel. Der mag Äpfel. Oh, da ist ja sogar hier unsere Freunde. Apfel. Das gefällt mir wirklich sehr. So, du magst auch Äpfel, weiß ich ja. Apfli. Dankeschön. Kuku hüpft hier zufällig. Nehmen wir uns mit Ginger, können wir mal kurz talken. Ach ja. Goodbye. Oh, da vorne wünscht sich irgendjemand was. Ich habe keine Ahnung wer. Wartet mal. Karte. Wenn die alle da auf einen Ort.
Siva möchte was, oh Gott. Was möchtest du haben? Pilzeintopf mit Fleisch. Okay. Ach, spring dich jetzt will ich nicht rum. Müssen wir uns halt merken. Dana, ist sie da? Nee, ich glaube nicht. Dana ist, glaube ich, wirklich nicht da. Was haben wir hier? Ah ja, dann brauche ich glaube ich 70. Wir sind 49. Wir waren doch letztes Mal auch nicht 70, als wir es rausgezogen haben, oder? Ich denke, um 10 könnte es losgehen. Als Akt, dann könnte er mir noch schnell diesen Pilzeintopf machen. Pilzeintopf mit Fleisch. Wo ist er denn, das hier? Die Feierlichkeiten haben begonnen, okay. Kriegt er den später? Wer möchte irgendwas? Salz? Will jemand Salz? Dann brauche ich einmal die Jujube-Beeren und einen Salat. Jujube-Salat. Jujube, da ist Jujube. Salat, Jujube. Oh, da wollen Katzenfisch, Laternenfisch. Katzenfisch, Laternenfisch. Das andere, was war das? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr, aber wir schmeißen erstmal die Fische rein. Okay, ein Wimpelfisch. Dann möchte jemand eine Jujube. Okay, Wimpelfisch. Wimpelfisch. Kriege ich hin. Wird gerade nicht angezeigt, okay. Will irgendjemand mir was anzeigen, was er will? Okay, du willst zum Koriander oder wie das heißt. Machen wir mal anstatt des Katzenfisch zum Koriander. Irgendwie anders. So ein Lammfleisch. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Ich muss da mal I drücken. Statt Jujube einfach mal so ein Lammfleisch. Ich hätte bloß 10. Noch jemand? Okay, Bambus-Papaya an für Mars. Oh, ich habe Angst, dass uns die Zutaten ein bisschen ausgehen. Noch irgendjemand? Okay, Zottelmänner. Scheiße, ich glaube, die habe ich genau nicht mitgenommen, weil ich dachte, doch, die habe ich. Ich habe sie gekauft. Ha. Für Gales Freundschaft. Noch irgendjemand was? Oh, da will jemand Kuchen. Kuchen. Das da auf jeden Fall. Bambus-Papaya. Kommt sofort. Kartoffelfrucht. Noch irgendjemand? Ein Kugelfisch. Kugelfisch, Fisch. Ja. Gleich plus 20. Ein Ingwer. Zum Glück habe ich die ganzen Standteile leer gekauft. Habe ich kein Ingwer? Ich habe kein Ingwer. Scheiße. Ich brauche jetzt nicht heimlaufen wegen den Ingwer. Sorry, Albert, aber mit Albert sind wir eh ganz gut. Puh. Irgendwer noch was? Okay, wir stehen schon 2 Stunden einfach hier. Hey, irgendjemand muss doch noch mal was wollen. Okay, Mais. Die kriegen da alle echt gut Freundschaft. Ei. Ein Ei für Gast, obwohl ich glaube, dass Gast eh schon ein BFF ist oder ähnlicher Status. Okay, dann noch ein Zimt. Noch irgendwie was? Ein Wimpelfisch für Pauli, dann sollte uns aufsteigen tatsächlich. Uns ist tatsächlich noch kein Herz aufgestiegen während dem Fest. Ja, der Erste, der hochsteigt. Noch irgendjemand?
Eine Chili für Hallo. Kenne doch. Und ein Goldlachs. Ein normaler Pilz für Remy. Oh ja, ach ja, die Anzeige noch. Ein Ei, die habe ich jetzt gerade weg. Ach, Emily. Noch irgendwer was? Okay, nochmal so ein Lammfleisch. Okay, und nochmal sowas hier. Also das eine hat Higgins gewollt und deswegen gab es keine Points. Doch irgendjemand. Ich habe keine Ahnung, wie lange das festgeht. Aber wir müssen an der Stelle mal wieder einen kurzen Cut machen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es dann weitergeht mit diesem Superfest. Bis dahin, bye.